Willkommen zurück zu einer neuen Runde Super Mario Maker One Level per Day. Das heutige Level Haus der Verzweiflung wurde uns eingesendet von Mario Brandt. Eine Abschlussrate von 7,18%. 13 von 55 Leuten haben es geschafft. Ich möchte auch einer von den 14 sein. Schauen wir uns das ganze Level mal an. Ne, da ist nichts. Okay. Haus der Verzweiflung. Ja, ich verzweifle schon an so einem blöden. Oh. Okay. Was haben wir denn hier? Top oder Flop? Wir nehmen die Lampe. Ach, verdammt. Halt. Clock. Hier ist die Lampe. Oh. Ah. Hashtag dummdummer Trouble. Ernsthaft? So. Also, jetzt hatten wir die Lampe. Das heißt, jetzt nehme ich die Uhr. Halt, wartet. Stopp. Da ist ein Pilz. Was haben wir hier? Dann nehme ich jetzt hier die Lampe. Hä? Moment. Das geht ja gar nicht. Das ist nämlich nochmal das. Es geht nicht, dass es resettet wird, deswegen. Es geht nicht. Sag ich doch, das geht nicht. Hier seht ihr es nochmal. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, wo komme ich denn jetzt raus? Warum ergibt das jetzt gerade keinen Sinn? Hä? Das ergibt keinen Sinn. Hä? Hä? Den verstehe ich jetzt gar nicht. Da komme ich doch jetzt woanders wieder raus. Aha. Dann gehen wir da rein. Was? Was? Jetzt I don't understand anything. Sind wir hier richtig? Versuch was wert. Hä? Was? What? Okay, also es muss irgendwas... Aha, immer die Uhr ist richtig. Halt, Moment. Da ist das.
Ja, da ist aber nichts. Aber immer die Uhr ist richtig. Immer durch die Uhr gehen. Immer durch die Uhr. Halt, stopp. Nehmen wir mal mit. Immer durch die Uhr. Immer durch die Uhr. Immer durch die Uhr. Immer durch die Uhr. Da kann ich aber nicht durch. Da komme ich da raus. Okay. Verwirrt? Verwirrter am verwirrtesten Trueplay. Nein, kein neuer Hashtag. Sonst kommen wir in eine Hashtag-Ception. Hä? Nochmal. Ergibt alles gar keinen Sinn. Aber wenn ich da jetzt durchgehe, komme ich durch die Tür. Mit der Tür komme ich ja da anders hin. Da komme ich hier raus. So, hier ist das nicht. Und hier komme ich ja wieder hier hin. Hä? Jetzt verstehe ich echt nothing mehr. Ist hier irgendwas versteckt oder so? Nee. Ich raff's nicht. Ich raff's gerade voll nicht, weil hier komme ich auch nicht zurück. Wenn ich da durchgehe, komme ich dahin. Wenn ich dahin gehe, komme ich nicht durch. Wartet mal. Ach Mist, das war jetzt die falsche. Ich musste den ersten nehmen, ne? Genau, wartet, wartet, wartet. Ich habe noch eine andere Theorie. Weil nämlich Erstlampe. Dann kommen wir nämlich hier raus. Vielleicht ist die Röhre ja gefaked. Und wir kommen. Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es. Oh, du bist doch echt gemein. Okay, ich hab's geschafft, ja. Also, immer dieses mit diesen Doppelröhren übereinanderlegen ist echt eine gute Frage. Eine gute Sache. Oder ein fieser Hinterhalt, wie man das auch immer nehmen möchte. So, jetzt haben wir noch ein kleines Problem. Aber das hier wurde behoben. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Also hat mir das Level gefallen. Ich muss sagen, es war jetzt nicht eins seiner besten Level, aber es hat mir gefallen. Ja, von dem her vollkommen in Ordnung. Hat es einen Wiederspielwert? Ja, gut, jetzt, wenn man es einmal weiß, dann hat es, finde ich, keinen Wiederspielwert, weil es wirklich einfach nur tricky ist. Das heißt, also da gebe ich jetzt mal keinen. Optik, Design und Kreativität. Das ist halt so die Sache. Optik und Design war in Ordnung und die Kreativität dadurch auch. Das Einzige, was mich halt gestört hat, war, dass mit diesen, sag ich jetzt mal, Fake-Röhren bzw. die Röhren übereinander legen. Das war wirklich so ein bisschen, ne? Ob man da jetzt von Design sprechen kann, wobei du halt auch sehr gut wirklich in die Irre geführt hast. Gerade wenn man da aus dieser Röhre rauskommt, man denkt wirklich nicht dran, da nochmal zurückzugehen. Weil man sich eigentlich dann denkt so, dann bin ich eigentlich wieder da unten. Macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Aber du hast es wahrscheinlich mit der Uhr angedeutet. Deswegen, du hast erst die Lampe, dann die Uhr. Und deswegen bin ich auch dann Lampe, Uhr. Ne, Uhr, Lampe. Und dann bin ich Lampe, Uhr. Lampe. Und zurück musst du dann durch die Uhr. Also irgendwie ganz kompliziert. Du kannst mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie du das genau gemeint hast. Deswegen, also, ne, ist in Ordnung. Gegner-Spam ist, war jetzt nicht unfair, aber es kann einen schon echt zermürben, muss man dazu sagen. Es kann einen echt zermürben, was ich dann doch ein bisschen sehr schade finde. Und ich sehe, 50% der Leute geben dem Level einen Stern. Das heißt also auch, das ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, hier ist ein Stern, der ist ja verdient. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr auch Level habt, dann ab damit. In die Kommentare, wollte ich gerade sagen.
In der Videobeschreibung könnt ihr dort entsprechend einen Link finden. Dort könnt ihr euer Level einsenden und dann bewerte ich euer Level gerne. Immer live am Mittwoch um 20 Uhr auf twitch.tv/trodrop. Ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.